Guten Morgen, liebe Wanderinnen und Wanderer. Soeben sind Ruth und ich in Süderen Oberei gestartet, da bei der Bushaltestelle. Und wir gehen jetzt in diese Richtung, da auf diesen Hügel hoch, da hier hoch. Ich wünsche gute Unterhaltung. Da überqueren wir jetzt den Röthenbach und folgen jetzt da vorne dieser Straße. Da vorne ein ganz schönes Haus. Wir haben jetzt schon ziemlich an Höhe gewonnen. Da einen Ausblick Richtung Stockhorn und ins Gantrischgebiet hinein. Da oben ein ganz schönes Spicher und ein altes Bauernhaus. Und hier diese Richtung ist Richtung Schallenberg. Und von da hier unten, da sind wir jetzt auf diesen kleinen Wald hochgekommen. Da wäre wieder eine schöne Bank. Hat da ziemlich oft so eine Bank. Und da hier vorne, bei diesem Hof, da kam ich schon mal durch. Damals bin ich von Schangnau Richtung Rebloch, Schallenbergpass, dann da hoch bis zu diesem Hof und dann runter nach Eckiwil. Und da schön die Schrattenfluh. Und dort, oder ungefähr dort, wo die kleine Wolke ist, ich probiere es noch näher daran zu zoomen, ungefähr hier, dort bin ich runtergekommen. Oder vielleicht noch ein bisschen mehr links davon. Ah, so schön da oben. Und das da hier ist jetzt unser Aufstieg. Liebe Wanderinnen und Wanderer, das ist jetzt die höchste Stelle vor unserer heutigen Wanderung. Wir sind da auf 1213 Meter. Und da haben wir eine grandiose Aussicht in die Berge und da runter ins Emmental und da auf die andere Seite und man sieht da nämlich auch die zweithöchste Stelle von heute. Die ist da drüben, wo wir heute auch noch durchkommen. Und da unten wäre Linden. Und da hier vorne sieht man zum Stockhorn. Und hier ganz unten im Tal, da unten, da ist Thun. Und da vorne noch den Niesen.
Ich habe ja da vor kurzem auch die Schrattenfluh bezwungen. Und da bin ich hier an dieser Stelle da, bin ich runtergekommen. Und da vorne sieht man doch jetzt auch schon da genau den ersten Schnee in den Emmentaler Hügeln. Ja, wir haben schon wieder mit dem Abstieg begonnen. Jetzt sind wir unterwegs Richtung Rödenbach runter. Und da auf der linken Seite im Tal unten ist noch ein großer Schießplatz von der Schweizer Armee. Seine riesengroße Anlage. Und ab und zu ist dieser Wanderweg hier durchaus gesperrt. Und da sieht man so ein Wachhaus von der Armee. Und man hört auch das Schießen da unten. Aber wir trauen jetzt uns, glaube ich, doch da durch. Und wenn wir es doch nicht überleben sollten, wisstet ihr ja, wo sie uns finden könnten. Ja, das ist so schön da oben. Da hier drüben das Huderhüsi, auch ein Ziel von heute. Und wenn ich mich nicht täusche, ist das Würzbrunnenkirchli, dort wo wir auch noch vorbeikommen, hier. Oh. Ja, zum Huderhüsi sieht man da ganz schön. Und da oben ist noch der hohe Aussichtsturm, der zweithöchste Holzturm in der Schweiz. Ich habe gar nicht gewusst, dass es im Emmental noch einen See gibt. Könnte doch da unten ganz schöne Kreuzfahrten drauf machen. Eine Hafenrundfahrt. Jetzt haben wir Rödenbach erreicht. Ein kleines Dorf. Da gab es früher sogar noch mal ein Kloster. Aber das ist dann abgebrannt und wurde nicht wieder aufgebaut. Und jetzt müssen wir bis da oben zu diesem Turm wieder aufsteigen. Es ist so ein schönes Dorf. Und so viel ich weiß, stand hier vorne da das alte Kloster unterhalb von der Kirche. Das ist dann aber mal abgebrannt und besteht schon lange nicht mehr. Thank you.
Jetzt haben wir wieder Röthenbach verlassen und haben da doch wieder einen steileren Ausstieg. Aber es ist wunderschön da und heiß für diese Jahreszeit. Ist einfach nicht normal. Und da noch einen Blick auf Röthenbach. Wir sind schon wieder voll mit Ziegen umgeben. Irgendwie habe ich einfach eine gewisse Anziehungskraft auf die. Elli? Elli? Ja. Da vorne hat es noch eine Menge Schafe. Und hier das große Wahrzeichen. Das wird das Brunnenkirchli. Das ist sicher die älteste Kirche im Kanton Bern. Wenn nicht fast die älteste in der Schweiz. Da wurden auch Jeremias Gotthelf Filme gedreht in dieser Kirche. Ich hoffe, dass sie offen hat. Wir werden die jetzt dann mal besuchen. Und da noch einen Blick auf die andere Seite. Und da hier oben, da waren wir.
Diese Kirche ist natürlich ein idealer Ort für Filmaufnahmen. Es ist nicht eine künstlich hergestellte Kulisse. Die ist echt. Hier wurde im Film eine Hochzeitsszene gedreht. Jetzt haben wir einen ganz, ganz schönen Weg hier durch den Wald. Jetzt haben wir schon wieder einen Abstieg. Und müssen doch noch hoch. Also das begreife ich jetzt nicht ganz. Aber wenigstens ist das da hier ganz eine schöne Stelle. Diesem kleinen Bach da. Ich glaube, die Ruth schafft es auch noch, den Abstieg. So, jetzt geht das da rüber und dann sicher auf der anderen Seite wieder steil bergauf. Herrliches Alpenpanorama. Und wir sind noch lange nicht am zweithöchsten Punkt. Geht jetzt da noch weiter hoch. So, wir haben die Stelle erreicht, wo jetzt der zweithöchste Holzturm der Schweiz steht. Bis 2010 war er noch der höchste. Ich starte jetzt mit dem Aufstieg auf den Turm. Thank you.
tolle Aussicht. Da drüben da die Blasenbrühl. Hier sieht man Konolfingen und ganz hinten der Jura. Da geradeaus Eigenmensch und Jungfrau. Und da hier auf diesem Hügel, da hier drüben waren wir vorher. Schön. Da ganz schöne Zwergziegen. Und da hier unten, da ist die Würzbrunnenkirche. Und da hinten die schöne Bergwelt. Und hier vorne ist noch das Hotelrestaurant Chuderhüsi. Die haben gerade einen Kampf, die zwei. Es ist doch schön, auch gegen Abend hin. Wir sind jetzt vom Chuderhüsi am Absteigen Richtung Eckiwil. Auch eine wirklich ganz schöne Wanderung heute bis jetzt. Ein ziemlich steiler Aufstieg und ein langer. Aber das muss man einfach da in Kauf nehmen. Man könnte nicht meinen, dass wir schon Winter haben. Heute so warm und da hier noch kein Hauch von Schnee, außer da vorne an der Schrattenfluh. Und da wieder ein ganz schöner Weg und da vorne die Farben wieder in diesen Blätterbäumen. Das ist einfach so schön. Und jetzt kommen da die anderen Berge auch noch zum Vorschein. Heute ist einfach schon ein verrückter Tag. Noch die Vögel hört man jubilieren. Und das kommt mir so vor, wie es schon Frühling wäre und nicht der Winter noch vor der Türe steht. Es geht jetzt schon Ende November entgegen. Morgen
schon der erste Advent. Das stimmt doch einfach etwas nicht, wenn es so warm ist. So schöne Abendstimmung. Es ist ein so toller Tag. Und da wieder ganz, ganz ein schöner Weg. Das Emmental, das bietet so verschiedene Fassaden. Und ich kenne es noch so schlecht, habe bis jetzt wirklich nur einen kleinen Teil kennengelernt. Da vorne, da ist der Turm. Oh, das ist einfach so schön, da runter zu schauen. Da, ganz vorne, da hier unten, ungefähr, ist der Giwil. Und wir müssen da immer noch runter. Und da die Berge. Und das Wolkenband da vorne. Das sieht so fantastisch aus. Es wird langsam dunkel. Aber da noch. Mal ganz schöne Aufnahmen Richtung Berge. Und da vorne sieht man sogar noch das Stockhorn. Und von da oben runter sind wir jetzt gerade gekommen. Da hinten die Sichel vom Mond. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Und da noch der letzte Blick zu den Bergen. Und hier haben wir jetzt ganz einen steilen Abstieg. Und da ganz unten, das ist unser Etappenziel, Eckiwil. Ja, liebe Wanderinnen und Wanderer, Ruth und ich haben es geschafft. Es war jetzt schon Nacht, aber wir sind jetzt in Eckiwil angekommen und laufen jetzt da noch über die Holzbrücke. Und da hier ist noch der Rötenbach, den wir ja schon weiter oben gesehen haben. Es war eine ganz, ganz schöne Wanderung. Und es hat uns beiden sehr gut gefallen. Geht es noch zur Busstation und da fahren wir dann wieder nach Hause. Ich danke, dass ihr uns begleitet habt. Da drüben hat es noch einen schönen Weihnachtsbaum und jetzt gehe ich da über die Straße auf die Gegenseite und sehen da hier auch noch viele Geranien. Ist doch so schön.